Hey Leute, hier ist wieder Madrik und wir schauen uns einen weiteren Teil meines Let's Plays von Tales of Xillia an. Und im letzten Teil haben wir uns auf dem Weg zum Kulmar, nein, durch den Kulmar-Pfad zur Bermia-Schlucht gemacht und sind dann halt im letzten Teil auch hier angekommen und mussten feststellen, dass die Leute von Sheraton in dieser Höhle dort eingesperrt sind und ihm wird dort das Mana abgesaugt. Das heißt, sie sind in Lebensgefahr und wir haben uns nun beschlossen, wir müssen direkt von oben kommen, sprich von ganz oben vom Berg, um diese ganze Maschine zu stoppen, weil dort ein riesengroßer, Bann das Tor halt oder den Eingang halt versiegelt, dass ihr da nicht weiterkommt. Also schauen wir uns erstmal hier in dieser Schlucht um und nehmen als erstes gleich mal diese Truhe hier mit. Und wir haben eine Siegelwehr. 50%ige Chance, Arte-Siegel und Fertigkeitssiegel zu vermeiden. Ja, das passiert relativ selten, sage ich mal so. Und meistens ist es auch zwischendurch wieder weg. So, wir haben hier neue Gegner. Die meisten Gegner hier haben das sogenannte Windelement. Und das hier ist ein grüner Schmetterling. Der ist resistent gegen Wind und schwach gegen Erde. Allerdings haben die auch nicht ganz so viel HP, glaube ich. Daher sind die nicht ganz so schwierig, die Gegner. Und das war's auch schon. Und jetzt hat auch Jude wieder ein Level up und das heißt, er hat auch wieder volle Energie und HP. So, hier haben wir wieder einen Beutel. In dem Beutel finden wir zerbrochene Zähne. Und ich glaube, ich nutze die Zeit einmal kurz, um unsere Leute wieder mal ein paar Punkte zu geben. So, wie wir sehen, hat Jude schon wieder 8 Punkte, also wird es Zeit. So, hier können wir erstmal ein bisschen FP, ein bisschen TP, ja, und dann mal ein bisschen Beweglichkeit. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie kriegen wir es am schnellsten erweitert. Das bringt uns nichts. Ja, nutzen wir das hier oben. Da haben wir auch gleich noch KP dabei, noch ein bisschen FP und Psyche. Und jetzt erweitert sich die Kugel noch ein weiteres Mal. Und jetzt können wir gleich nochmal nach unten gehen und ein bisschen Stärke uns holen. 22 Stärke, 24 Stärke. Ja, man sieht, es wird langsam immer mehr, was man hier bekommt. In demzufolge wird nachher auch der Schaden und alles, was man hat, auch immer wesentlich höher. So, hier können wir gleich mal die Leiste hier noch schließen. Dann haben wir gleich noch ein Skill. Und dann müssen wir noch das hier oben schließen. Und dann kommen wir auch hier den nächsten Ring der Liliumkugel. So, wir haben jetzt hier. Ja, fangen wir genauso hier an. Und bei Release machen wir dieses zu. Und jetzt müssen wir das hier skillen, da wir dieses Skill hier brauchen, damit wir die Lilienkugel 1 weiter entwickeln können. Was aber auch nicht das Schlimmste ist, weil hier ziemlich viel KP gerade verteilt war. So, Elven. Elven hat schon die Hauptfähigkeit fertig. Also machen wir jetzt noch diese hier zu. Und dann nehmen wir gleich noch die nächste, weil das hier scheint auch schon. Ja, nehmen wir gleich noch die dazu. So, Rowan hat jetzt auch nochmal 4 Punkte. Das heißt, wir nutzen einmal diese hier. Und wir müssen noch den Skill hier unten freischalten. Ja, hier brauchen wir noch ein bisschen. Was haben wir hier? 50. Das ist alles nicht ganz so wichtig. Also lassen wir den jetzt mal frei und gehen dann hier lang. So, jetzt haben wir erstmal wieder alle Punkte verteilt. Gucken wir nochmal die Fertigkeiten. Erhöht das AZ-Maximum auf um 1. Das können wir schon mal nehmen. Das können wir auch nutzen. Und mehr haben wir gar nicht bei ihm. Okay. Ja, das meiste hier braucht man leider nicht, gar nicht so.
verringert die Zeit für die Flucht aus einem Kampf um 80%. Ja, gut, das bringt uns jetzt nicht so viel, weil fliegen wollen wir eigentlich eher selten. TP gewinnt, TP Combo Hilfe, der Rest ist egal. Und bei Rowan, Rowan hat keine FP mehr. Gut, haben wir das schon mal wieder erledigt. So, weiter geht's hier auf dem Pfad oder in der Schlucht. Hier haben wir wieder auch einen neuen Gegner. In dem Falle ist das eine Schildkröte oder sowas in der Art. Wir versuchen es mal von hinten anzuschleichen. Jetzt hat er sich umgedreht. Verdammt. Wütende Tortulla. Hier sollte man wieder auf Elven wechseln, weil Elven, wie bekannt ist, der beste Brecher ist bei jedem, weil diese Schildkröten gerne mal verteidigen. Was ich mal gucken könnte, wäre zum Beispiel wieder Wasserschwung zum Beispiel. Mittlerweile haben wir jetzt zwei Skills. Wir können ja mal Wasserschwung einsetzen. Das war nicht der Wasserschwung. Das war auch nicht der Wasserschwung. Nein, jetzt ist der Boss gleich tot. Wir versuchen es beim nächsten Gegner nochmal. Ich habe gerade den Wasserschwung auf irgendeine Taste gesetzt, den ich nicht mehr gefunden habe. Nach oben. Ja, das war auch die letzte Möglichkeit, die noch übrig geblieben ist. So, wir haben schwarze Federn. Und jetzt wollen wir hier hochklettern. Drei Giftstachel und weiter nach oben. Und noch ein Stück nach oben. Und natürlich wollen wir noch weiter nach oben. Hier sind wir ein bisschen mit Klettern beschäftigt in dieser ganzen Gegend hier. So, hier wollen wir erst gucken, ob hier noch was ist. Hier ist nichts, aber hier können wir jetzt mal die neue Verbindungsfähigkeit von Elvin und Jude austesten. Und ich glaube, die hatten wir schon mal. Wenn ich die jetzt gerade so sehen. Jetzt müsste ich mal gucken. Ah, mit Mila haben wir eine neue. Den Falkensturm. Zeigen wir dann, wenn es soweit ist. Allerdings, diese Gegner hier waren auch gerade neu. Diese Windelementare. Ja, und wer hätte es gedacht? Wir klettern weiter nach oben. So. Wieder ein Schmetterling und zwei Tortullas. Nee, zwei Schmetterlinge. Dann versuchen wir jetzt gleich mal den neuen Skill. Der sieht in dem Sinne so aus. Zerstörungsbeißer. Ja, sieht. Kann man sich angucken. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Können wir jetzt nochmal testen. Einmal so. Einmal so. Und dann müsste er ja schon tot sein. Ja, das sah doch gar nicht so schlecht aus. So, hier haben wir wieder was Verstecktes. Fliegsamer Efeu. Und wir haben ein Charakterskit. Söldner Weisheit. Your combat style seems so unrefined. I prefer to call it powerful. On the battlefield, delicacy will only get you killed. In real warfare, you need guts first, power second, vigor third and fourth. And instinct fifth. You make a persuasive argument. Well, yeah. You're talking to a mercenary here. How long have you been one? Well, for as long as I can remember. When I was your age, I was already a veteran. Trust me, kid. I'm a lot wiser than I look. I've been through enough to earn it. Since your advice carries the weight of experience, I will remember it well. Aw, come on. No reason to bring your spirits down. You do your thing and let me do mine. I'll handle the heavy lifting. Yeah, okay. Ja, wie man sieht, können wir hier uns leider noch nicht nach oben bewegen. Das wäre eine sehr große Abkürzung für uns, aber der Weg ist momentan noch versperrt. Also müssen wir uns andersweitig einen Weg nach oben suchen und wir werden deswegen jetzt mal nach hier weitergehen. So, jetzt können wir hier runterhüpfen. Und jetzt habe ich auch nochmal Stimme von den angegriffen. So, das war das. Jetzt können wir hier einmal weiter nach Süden gehen. Was wir gerade aber nicht wollen, wenn wir uns noch hier umgucken wollen.
So, und hier haben wir nämlich noch eine Kiste. Und diese Kiste beinhaltet Allheilmittel, was wir nicht mehr tragen könnten. Also werfen wir es einfach mal weg. So, hier kann man jetzt einfach wieder nach unten hüpfen, aber das wollen wir nicht. Also gehen wir jetzt weiter nach Süden in den nächsten Bereich. Ja, jetzt sind wir im südlichen Bereich angekommen. Hier machen wir noch dasselbe. Erstmal wieder alles untersuchen. Pieksamer Efeu und einen Kampf. Das Gute ist, hier bekomme ich einige Orangengummis wieder hinterhergeworfen, nachdem ich ja vorhin jetzt mal den Leuten verboten habe, die Orangengummis die ganze Zeit Speck zu inhalieren. Ja, gehen wir erstmal hier zu dieser Kiste und hier finden wir Kartoffelsalat. P-Angriff, A-Angriff, P-Verteidigung und A-Verteidigung werden des Kämpfes um 5% erhöht. Da wir gerade sowieso nichts gegessen haben, nutzen wir es einfach mal gleich. Und jetzt hüpfen wir einfach mal erstmal nach ganz unten. Und gucken uns erstmal hier unten in diesem Gebiet um. So, man sieht aber mittlerweile, dass man hier auch ganz gut Erfahrungspunkte kriegt. Also zumindest mehr als sonst. Fast schon 100 jetzt hier. Wir hatten, glaube ich, auch schon 100 EP mal bekommen. Und wir haben... Beziehungsweise Elvin hat wieder ein Level Up. Und jetzt haben wir hier wieder was versteckt. Feine Daunen, zart wie Schnee, aber innen warm. Leicht und fluffige Daunen, die für hochwertige Kleidung und Bettwäsche genutzt werden. So, jetzt gehen wir weiter hier im Kreis nochmal rum. Da haben wir noch eine Schildkröte. Da ist noch ein Beutel. Zerbrochener Zahn. Und hier haben wir erstmal einen Kampf. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Wenn ihr dicke Schildkröten als Gegner habt oder irgendwelche fetten Gegner, nutzt als Partner Elvin. Sein Brecher ist echt sehr viel wert in diesem Moment, da ihr sonst die ganze Zeit in die Verteidigung der Gegner kloppt. So, hier haben wir noch einen versteckten Schatz, nochmal eine harte Schuppe. Und jetzt sind wir einmal komplett rum. Allerdings müssen wir hier nochmal die Schatzkiste plündern. Und wir finden zwei Orangengummis. Oh. Ja, jetzt hat auch Mila wieder ein Level Up. Also man sieht langsam, dass es vom Level her langsam nach oben geht. Aber wirklich erstmal nur sehr langsam. Wie gesagt, das Max-Level ist 99 in diesem Spiel. Man muss dazu sagen, es ist eins der wenigen Tales-of-Spiele, wo das Max-Level wirklich 99 beträgt. Die meisten Tales-of-Spiele, die es vor allen Dingen jetzt für die PS3 gibt, bei denen kann man auch über Level 90 hinaus oder 99 hinaus leveln. Und es ist interessant, dass Jude mittlerweile der ist, der mit noch mal am meisten hinten hängt, komischerweise, obwohl es ja nicht der Hauptcharakter ist. Man meinen müsste, dass der am meisten Erfahrung hat. Aber dem ist momentan nicht so. Also gehen wir weiter. Ja, das waren nur ein paar Elementare und da sieht man auch gleich, dass die Elementare halt wesentlich weniger AP auch geben als die ganzen Schildkröten zum Beispiel. Und it's a liminal region where multiple spirit climes collide. It is indeed one of Rashagar's most messed up regions. So, hier haben wir nochmal einen Schatz, harte Schuppe wieder und da oben wartet wieder ein Gegner auf uns. Ja, jetzt hat auch Jude wieder ein Level Up. Und wir gucken jetzt erstmal, bevor wir jetzt nach oben klettern weiter, nehmen wir jetzt mal hier dieses, den biegsamen Efeu. Und jetzt sollen wir uns einmal hier runterspringen lassen, weil hier ist nämlich auch noch runterspringen lassen. Ja, wollen einmal hier runterspringen, weil hier auch noch eine Truhe ist. Ein Windumhang. Und jetzt müssen wir natürlich einmal komplett nach unten springen, damit wir wieder hochkommen. Weil das so eine kleine... Klippe ist, wo man nicht anders wieder hochkommt. Da wir uns schon fast um alle Gegner hier gekümmert haben, ist das auch kein Problem, da wir sofort wieder da oben sind. So, und bevor wir jetzt hochklettern, wir wollen immer noch nicht hochklettern, können wir jetzt nämlich uns noch hier auf diesen Absatz hier fallen lassen und meistens haben wir hier eigentlich auch noch mal was. Zum Beispiel da, nehmen wir diesen Arfried
Arfrids Schatz. Und wir erhalten ein Haarband, ein Kopfschmuck, das von eisernen Willen erzeugt, für die wenigen, die im Leben ihren eigenen Weg gehen. Ja, jetzt können wir dann doch endlich weiter nach oben klettern. Und hier oben wartet schon eine dicke Schildkröte. So, das haben wir auch geschafft. Jetzt hat auch wieder Elise ein Level Up. Das läuft ja eigentlich ganz gut hier. Ja, hier wollen wir einmal diese Kiste, diesen Beutel nehmen, wieder ein reihenweise Stäubling und auch diese Kiste öffnen. Und darin ist ein Silberhut, der sowohl für Jude, für Elvin als auch für Rowan ist. Muss ich mal kurz gucken, Silberhut. Nicht unbedingt so der Bringer. Der bringt vor allen Dingen A-Verteidigung wahrscheinlich mehr was für, ja, für Rowan. Jetzt hüpfen wir einmal hier runter. Und hier haben wir jetzt einen zerbrochenen Zahn. Und jetzt können wir hier runter hüpfen. Und jetzt sind wir einmal auf der anderen Seite. Und diesmal wollen wir nirgends immer runterhüpfen, weil wir sonst nicht mehr hier hinkommen. So, geht's wieder zurück zum nordwestlichen Bereich. So, jetzt sind wir fast durch. Jetzt müssen wir hier den nordwestlichen Bereich nur nach Osten wieder durchqueren und dann sind wir relativ oben schon, also sind wir eigentlich schon fast oben. Allerdings haben wir natürlich hier wieder erstmal einiges zum Auskundschaften. Wie beim anderen Gebiet jetzt auch schon, wollen wir erstmal nach ganz unten springen. Aus dem einfachen Grund, da wir hier wahrscheinlich nicht so oft hinkommen werden. Hier haben wir zumindest schon mal ein leuchtendes Gegenstand, zerbrochener Zahn, und hier haben wir noch mal einen Beutel. Haben schwarze Federn. Und da hinten haben wir noch einen Beutel. Und eine sehr seltsame Wespe, die wir bis jetzt noch nicht bekämpft haben. Die werden wir uns jetzt mal anschauen. 1500 Gold. Das sind Schwertbienen und die anderen heißen Windschins. Und die haben alle die gleichen Schwächen und Resistenzen hier. Alle sind schwach gegen Erde und stark gegen Wind. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Kampf. Und wir haben hier hinten nichts mehr, also können wir jetzt wieder nach oben klettern. Ich würde aber sagen, wir töten noch einmal diese Schildkröte. Und nachdem wir auch das geschafft haben, können wir jetzt hier wieder nach oben klettern. So, hier haben wir nämlich noch eine Truhe. Die Truhe nennt ein Lavendel. Und Lavendel erhöht die Stärke um 1, ein wohlriechendes Kraut, das ein Duft überall auf der Welt gibt. Stärke ist natürlich wieder das Richtige für unseren Kräuterfetischisten. Und ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein ganzes Stück nach oben klettern, damit wir wieder nach oben hinkommen, wo wir gerade waren. Und jetzt wollen wir erstmal hier nach rechts. So, jetzt haben wir einmal hier hinten an der Wand, hatte ich gerade schon was gesehen, genau. Pfirsichbeerenblüte, das ist das, was die Mädchen haben wollten, als Freundschaftsbeweis von Elise. Und hier ist ein kleiner Vorsprung, auf den ihr von hier oben runterspringen müsst, sonst kommt ihr da wieder nicht ran. Und hier haben wir nochmal ein Säckchen mit 57 Gold. Und ansonsten ist hier nichts mehr, also können wir jetzt wieder nach unten springen. Und jetzt müssen wir nochmal nach oben klettern, aber das war das letzte Mal, dass wir hier unten jetzt auf dem Boden angekommen sind. So. Dann
Dann klettern wir ein Stückchen schneller, Jude. Jetzt können wir jetzt links den Weg nach oben folgen. Hier können wir uns jetzt nochmal auf... Irgendwo hier war das, glaube ich. Moment, nicht, dass ich was falsch mache. Ne, hier konnte man sich nicht mehr fallen lassen. Hier müssen wir runterspringen. Wir mal umdrehen, gucken. Hier ist nichts. Da hinten ist noch eine Truhe. So, wir haben einen neuen Titel, Verbindungsenthusiast. Wahrscheinlich, weil wir genug verbundene Arts ausgeführt haben mittlerweile. So, nochmal reihenweise Stäublings. Aber hier vorne wird noch, genau, hier ist die Plattform, die ich gesucht habe. Hier kann man sich einmal fallen lassen. Hier ist nochmal ein Schatz, ein Stäubling und auf dieser Seite ist nichts. Okay, jetzt können wir hier wieder hochklettern. So, jetzt klettern wir weiter nach oben. Noch ein Stück weiter nach oben. Hier haben wir noch einen neuen Schatz von Arfried. 2 Elixiere. Stellt KP und TP vollständig wieder her und heilt alle Chaos und alle Statusanomalien. Eine spirituelle Arznei für ewiges Leben. Ja, das ist einige der Sachen, die sollte man eine Weile aufbewahren, vor allem nicht nur, wenn es notwendig ist. So, hier haben wir noch mal eine Truhe. Schickes Band. Ein Band für die elegante Dame. Die Qualität ist bei diesem Preis nicht anders zu erwarten. Für Mila oder für Elise. So, mir ist jetzt gerade der Wind, das Windelementar oder der Windschirm hinterhergerannt und jetzt neben mir steht noch die Schildkröte. Es kann passieren, wenn zwei Gegner zu dicht zusammenstehen und wir einen davon angreifen, dass sie sich sozusagen verbünden gegen uns. Das nennt man dann Kampfverbündeter. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, Kampfverbündeter. Jetzt haben wir mehr Gegner. Wenn wir jetzt Gegner töten, werden neue Gegner dazu spawnen. Das sind dann sozusagen beide Gegnergruppen in einem Kampf. Es gibt natürlich auch nochmal den Vorteil. Für uns natürlich, das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil, weil wir natürlich mehr Gegner haben, aber es gibt halt größere Bonis. Jetzt haben wir das sogenannte Art-Siegel, jetzt können wir gar keine Fähigkeiten würden. Fähigkeiten sind ja noch, dann war es das Fertigkeitssiegel, das die vier Fertigkeiten töten, aber das A-Siegel ist immer das rote, aber es hat uns nicht weiter gestört. So, jetzt haben wir noch einen Windschirm. Und jetzt haben wir gleich mal 160 Erfahrungspunkte gekriegt. Wenn du einen Feind berührst, um einen Kampf zu beginnen und ein anderer Feind in der Nähe ist, beteiligt sich seine Fraktion ebenfalls im Kampf. Pass also auf, wo sich die Feinde auf dem Feld befinden. Ja, jetzt habe ich es gerade einmal demonstriert. So, jetzt haben wir da vorne alles. Jetzt wollen wir noch einmal bis hier auf die Mitte hochklettern, aber erstmal haben wir hier nochmal ein Silbererz. So, hier hochklettern. Hier, wo wir uns jetzt befinden, also wenn wir jetzt hier oben sind, ist ein sehr wichtiger Ort. Hier wird später, beziehungsweise wesentlich später im Spiel, wird hier eine der 6 Teufelsbestien sein. Genau hier an diesem Ort. Momentan ist sie natürlich nicht da, weil wir sonst hier keinen Platz hätten und auch, ja, die würde uns anhusten und wir würden einfach tot umfallen. Ja, jetzt haben wir jetzt nochmal 3000 Gold erhalten und jetzt müssen wir gucken, dass wir richtig runterspringen. Nicht, dass wir irgendwie in ein Loch springen und dann ganz unten hier landen. Ja, wie man halt auch schön sieht, ist halt, dass die NPCs auch manchmal auf bestimmte Situationen reagieren. Es wird auch wahrscheinlich nachher irgendwann der Fall sein, dass Rowan sich beschwert, dass er nicht kämpfen darf, dass keiner einen alten Knacker gebrauchen kann im Kampf anscheinend. Das ist schon sehr cool gemacht. So, jetzt wollen wir zurück zum nordöstlichen Bereich. Das war der Bereich, wo wir angefangen haben. Allerdings sind wir jetzt ein paar Etagen höher. Nochmal rein weißer Stäubling. Und hauen wir jetzt mal die Schildkröte hier weg. So. Artsiegel. Die betroffene Region kann während des Kampfes keine Arts verwenden. Der Effekt bleibt nach dem Ende des Kampfes bestehen. Du musst ihn mit Hilfe eines Objekts oder einer anderen Methode haben. Wie man sieht, haben jetzt Mila und Elise jeweils dieses Artsiegel abbekommen. Das ist vor allen Dingen aus Sicht von Elise ziemlich nervig. Weil Elise dann auch nicht heilen kann, aber wir haben ja eh schon so viel Allheilmittel mittlerweile eingesammelt, dass uns das nicht wirklich stört. So,
Jetzt nehmen wir hier diesen Stein, der ganz unauffällig ganz anders aussieht wie alle anderen. Den ticken wir jetzt einfach mal an und jetzt haben wir den Weg nach unten direkt freigemacht. Sprich, wir können jetzt wesentlich schneller hier hochklettern, wenn wir nochmal hin müssen. Müssen wir auch später sehr, sehr schnell nochmal. So, jetzt haben wir das Fertigkeitssiegel nochmal erklärt. Dass man nicht auf Fertigkeiten zugreifen kann, aber das war vorhin nicht wirklich störend. So, hier haben wir nochmal einen. Pfirsichbeerenblüte und hier haben wir nochmal eine Kiste versteckt. Trank des Lebens, die wir nicht benutzen können, also werfen wir das auch ab. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Ja, ich spiele jetzt einfach ein bisschen auf Zeit. Wir machen das jetzt noch, und auch wenn die Uhrzeit schon wieder ein bisschen fortgeschritten ist, aber... Ich hoffe einfach mal, dass ich genug Kämpfe gemacht habe, die ich rausschneiden kann, dass es dann nicht mehr ganz so lange dauert. So, dann kümmern wir uns jetzt um die Gefangenen, die unten in der Höhle drin sind. The core is active now, but what can we do up here? Grow wings? Good thinking. I shall cast a channeling circle on the erupting spirit energy. We may be able to ride it down safely, but only if we can maintain control. So, are we gonna dive in? Should have kept my mouth shut. We're only gonna get one chance to hit the core. What are we waiting for? We have to save those citizens. Right. There's no other way. Your mettle is inspiring. Thanks. Young lady, will you wait here, please? Then hold on tight, okay? This might be a turbulent flight. There! Alvin, the core! This ride is too rough. There's Master Klein. Are you all right? Forgive me. I dashed off again without heeding your warnings, and I shouldn't have. I am just glad that you're safe. Do you know if Noctigal is still here? I came here to demand answers about all of this, but his personal guard took me captive. I see. Oh, I just hate this place! Let's get out! The Spud's right. I'm getting bad vibes here. Watch out! Get back! Ja, und damit haben wir einen neuen Bossgegner. Die namenlose Missbildung. 20.000 KP, schwach gegen Erde, keine Resistenzen. Keine Resistenzen ist schon mal sehr gut. Wir müssen keine Angst haben, dass wir wieder irgendwelche falschen Waffen haben. Ich werde jetzt in dem Fall erstmal mit Mila mich verbinden. Genau, um dass ich ein bisschen die gebundenen Parts einsetzen kann. Oh, ist schon halb tot. Sieht aber nicht so verkehrt aus erstmal. Okay.
halt 5000 noch. Mensch, das Vieh ist doch aber ganz schön. So, das muss jetzt doch nicht so weit fertig sein, oder? 800 noch. Schon wieder alle gestunt fast. Ja, 600 Erfahrung, 1000 Gold, immer recht angenehm, Bossgegner, wenn man sie schafft. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir natürlich Jude, Mila, Rowan und Elise Level Up. Lohnen sich natürlich wieder besonders dann. You're doing. Wait. Can't you feel it? What? They're lesser spirits. Oh, how wonderful. Wowie kazowie! Thank you, Jude. I forgot myself, and nearly destroyed those lesser spirits. Oh. Then, shall we return to Sherylton? These people had intolerable amounts of mana extracted from them. Ja, damit haben wir jetzt die Leute befreit, allerdings haben wir noch mal einen Charakter-Skit. Ungleiche Freunde. The lesser spirits were so beautiful. I've never seen one before until now. I've encountered some during my time, but not the numbers we just witnessed. Then you're just like us. Indeed I am. Rowan, thank you for taking my hand when we jumped. You needn't thank me at all. I merely did what I'd do for any of my friends. That's right, we're friends. Yay! I never thought we'd make friends with someone much older. You're very good with children. No, not at all. I just know how to treat a lady. And such a charmer as well. I do get that a lot. I bet you do. Und gleich noch ein weiteres Charakter. Es gibt ein Zuhause für Elise. I'm sorry we put you in danger again. It's okay. You don't need to say that. We're friends now. Are you sure? Even I get freaked out traveling with Mila sometimes. You and me both. Hey, Elise, I bet we can find some place nice and quiet for you to live around here. You'd be away from all this danger. But I don't want to leave. This is out of the blue. You got a line on someone who'd be willing to take her? Well, not yet. Don't go making promises you can't keep! So what's the plan, kid? I'll figure something out. I promised Mila I would. For Mila, huh? Ja, bevor wir allerdings den Raum hier verlassen wollen, sind hier normalerweise noch zwei Truhen. Da ist die erste. Drei Mischgummis und die andere müsste genau hier auf der Seite sein. Genau. Hier haben wir nochmal 5000 Gold. So, nachdem wir das jetzt erledigt haben, gehen wir einmal aus dem Schlucht hier raus und gehen zum Speicherpunkt, da diese Folge schon wieder ein bisschen länger läuft. In dieser Folge ist ein bisschen mehr passiert, daher danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!